Herr Kummert, die neue Saison steht an. SG Werthofen, ein Traditionsverein mittlerweile. Wenn wir jetzt das letzte Jahr noch kurz im Revue passieren lassen, die Erwartungen waren eigentlich gar nicht so hoch, wie dann im Endeffekt die Platzierung ausgeschaut hat. Was ist da eigentlich passiert, dass es so gut gelaufen ist? Ausgeschriebenes Ziel war ganz klar, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Also das war geplant, das haben wir uns auch gemeinsam mit der sportlichen Leitung, mit dem Vorstand und auch mit dem Trainer so vereinbart. Und wir sind ganz gut in die Saison gestartet, haben knappe Spiele gewonnen. Ein bisschen Glück gehört manchmal dazu, das haben wir auf unserer Seite gehabt. Und es war eigentlich so, dass wir im Herbst oder kurz vor dem Winter exzellente Positionierung gehabt haben auch, wo durchaus dann auch die Erwartungen damit wieder etwas gestiegen sind. Und dann haben wir aber im Frühjahr relativ rasch wieder die Retourkutsche bekommen und sind am Ende des Tages, glaube ich, dann dort gelandet, wo wir es uns mit der Qualität der Mannschaft auch wirklich verdient haben. Das heißt, im Endeffekt ist dieses Ziel, das wir ausgerufen haben, auch tatsächlich erreicht worden. Saison 2018/19, haben Sie die Qualität aus Ihrer Sicht verbessert? Haben Sie etwas verändert oder wie schaut überhaupt die Perspektive aus? Ich glaube, leicht verbessert, und zwar leicht verbessert deswegen, weil die Mannschaft wiederum um ein Jahr reifer geworden ist. Also wir haben eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, im letzten Jahr waren wir nach Amstetten mit einem Altersschnitt von knapp 21,5 Jahren die zweitjüngste Mannschaft in der ersten Klasse West. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, auch ohne Legionäre zu spielen. Und diesem Weg bleiben wir uns aber weiterhin treu. Das heißt, wir haben ja jetzt keine Legionäre dazu genommen, glauben aber alleine durch diesen Wachstumssprung, wieder durch dieses eine Jahr und durch diese Reife, dass wir durchaus mehr Qualität haben. Es hat leichte Veränderungen gegeben im Kader, punktuell. Wir haben, ich glaube, 3-4 Abgänge gehabt und 2-3 Zugänge. Vor allem im Mittelfeld haben wir uns verstärkt. Da haben wir einen kleinen Bruder von unserem Stürmer von Unterbuchschachner, Harald, in Andreas zu uns geholt aus Großramming. Und ansonsten haben wir eigentlich keine großen Veränderungen gemacht. Das heißt, wir bleiben unseren Weg treu, versuchen aus der eigenen Jugend heraus, aus der eigenen U23 heraus stärker zu werden, und wenn man sich ein bisschen die anderen Mannschaften auch anschaut in dieser Liga und wie sie die teilweise verstärkt haben, dann gibt es sicher im nächsten Jahr 2-3 Favoriten, die einfach, sage ich mal, von der finanziellen Seite am ersten Blick einen sehr starken Kader haben, aber dann sind sicher wir schon bei den Ersten wiederum dabei, die im guten Mittelfeld da durchaus mit dieser Qualität, die wir jetzt in der Mannschaft haben, uns positionieren könnten. Zu den Legionären, die Sie erwähnt haben, kommt man da nicht in Versuchung, doch die eine oder andere Verbesserung mit Legionären zu machen, beziehungsweise haben Sie unter Umständen ja auch eine Frage oder einen Druck von den Sponsoren? Sie haben vorher so schön gesagt, Traditionsverein seit 2011 gibt es uns von Anfang an. Hätten wir ausgerufen gehabt, wir spielen ohne Legionäre, wir sind uns vielleicht nicht jedes Jahr zu 100% treu geblieben, haben aber jetzt seit 2 Jahren gesehen und vor allem auch nach einer langen Aussprache auch vom sportlichen Leiter und von mir und auch durch den Rückhalt vom gesamten Vorstand, dass dieser Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der einzig richtige für uns sein kann. Es war heute ein ganz spannender Artikel im Kurier, genau zu dem Thema, warum sterben immer mehr kleinere Vereine, vor allem am Land auch. Und es ist ein Hauptgrund, die Gehälter, die teilweise in diesen unteren Klassen schon gezahlt werden. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man nicht unbedingt mitgehen muss. Nichtsdestotrotz, jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, weiß aber natürlich auch, dass im Hobbybereich in unteren Klassen auch jetzt für Nicht-Legionäre durchaus etwas an Taschengeld zu verdienen ist. Aber ich glaube, ich investiere das lieber in unsere Jugend, die vor der U12, U13, U14 weg bei uns spielen, sich bei uns weiterentwickeln, und es ist auf der anderen Seite ein toller Erfolg, wenn man den einen oder anderen Spieler vielleicht auch in höhere Klassen dann weiterverkauft, um die eigene Basis wieder zu stärken. Und ich glaube, realistischerweise ist mit dieser Taktik durchaus Gebietsliga auf jeden Fall möglich, zweite Landesliga
bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, da braucht man vielleicht intensivere Kooperationen mit einem Ausbildungsverein wie das AFW zum Beispiel, aber grundsätzlich glaube ich, dieser Sprung, den wir uns schon lange vornehmen, Richtung Gebietsliga, ist mit dieser Strategie möglich. Kurz eine Frage zum Trainer. Mhm. Wir haben uns heuer entschieden, mit dem Martin Flatzelsteiner den gemeinsamen Weg zu gehen. Er hat in der Vergangenheit bei seinen letzten Stationen in Euratsfeld und auch in Ipsitz damals gezeigt, dass er durchaus mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann. Und das ist eigentlich unser Ziel, wie ich es vorher schon angesprochen habe. Und ich glaube, dass das absolut die richtige Entscheidung für uns sein wird. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Einige Empfehlungen auch vom sportlichen Leiter, von Matthias Bierleck, bei uns bekommen und wir haben sie aber gemeinsam dann auch mit dem Vorstand geeinigt, dem Martin das Vertrauen auszusprechen und Vorbereitung war halt schon sehr spannend. Mir gefällt sein System, wie er mit den Burschen auch trainiert und ich bin der fixen Überzeugung, dass das für uns zum Erfolg führen wird. Zum Abschluss, welchen Platz erreicht die SG in der nächsten Saison? Ja, wenn man das so leicht planen könnte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, sondern da hätte ich mit Sportwetten schon ein schönes Geld verdient. Ich bin der fixen Meinung, dass wir die Qualität haben, um den Platz, den wir in der letzten Saison erspielt haben, dass wir den halten können. Und wenn wir einen erfolgreichen Start haben, weil von dem hängt sehr viel ab, dann wird auch sehr viel möglich sein. Aber weiterhin bleibt natürlich vorderes Mittelfeld Richtung ersten drei ganz klar das Ziel, wo wir uns mit der Waidhofener Mannschaft halten möchten. Und in naher Zukunft natürlich Blick Richtung Gebietsliga. Es sind auch spannendere Derbys dann mit dabei.